Hallo, Lade. Eine Zusammenfassung über die Text Letzte Pizza. Die Geschichte handelt von der Protagonistin Charlotte, die wie zu Beginn der Geschichte in einem Vorstellungsgespräch in der eine Pizza sehen. Charlotte ist gut in ihrer Arbeit als Driver, wo sie die Bestellung erhält und die Waren zum Kunden verbricht. Deshalb begleiten wir sie der Rand des gesamten Arbeitsprozesses und des Arbeitsumfelds in der Pizzeria. Am Ende der Geschichte müssen Leute eine Pizza in ein Haus liefern, in dem sich erst gelebt hat. Also wundert sich sehr darüber, wer eine Pizza bestellt hat. Wir finden heraus, dass es ihr Ex-Freund ist, der die Pizza bestellt hat, über es mit einer anderen Frau zusammen. Charlotte wird sehr eifersüchtig und tötet ihren Ex-Freund mit einem Messer. Ja, eine Charakterisierung der Hauptperson Charlotte. Charlotte ist eine disziplinierte Frau, die einen Job ernst nimmt. Die schlicht daran, dass es die beste Mitarbeiterin, dass die sie jemand hatten. Charlotte ist auch sehr kontrollierend, dass sie ihren Ex-Freund tötet, weil er jemand anderen gefunden hat. Sie ist auch furchtlos, weil sie schnell und gefährlich fährt und die Pizza so schnell wie möglich liefern. Charlotte begann in der Küche zu arbeiten, würde aber gefordert, weil sie so gut darin war, Kundenpizza zu liefern. Sie hat auch eine dominierte Persönlichkeit, weil sie ihren Trotz ihres Chefs davon überzeugt, dass sie genauso gut und war nicht besser als eine männliche Angestellte ist. Wir sehen dies am Anfang, wo sie sich mit ihrem Chef unterhält. Ja, eine Charakterisierung über die Krimi-Genre. Das Krimi-Genre befasst sich mit Verbrechen in ihrer Auflösung und lässt dieses Verbrechen kontrolliert und bestimmt die Charaktere, ihre Handlung und die Handlung in der Geschichte. Dieser Text einhält viele Faktoren, die mit dem Genre der Krimi zusammenhängen. Der Text Letzte Pizza beginnt sehr neutral und es ist der Chef, der zuerst als der Böse erscheint. Dies wird typischerweise in einem Krimi-Roman gesehen, wann sie Spannung aufbauen. In dieser Geschichte vermuten wir die Frau und Anfang nicht über sind überrascht, dass sie die Täterin der Geschichte ist. Daher sehen wir oft einen sich anderen Blickwinkel, daher, dass sie als Leser eine unschuldige Person verdächtigen und den Täter bemüht werden und bis die Wahrheit offensichtlich wird. Einen kurzen Vergleich mit anderen Krimi auf den Thema Krimi. Ich habe mich für einen Vergleich des zweiten Letzte Pizza und Männlichmörderin vergleichen, die beiden auf den Genre der Kriminalität stammen. Es gibt ein ganzes Konzept für einen bestimmten Frauentyp, nämlich einen Männermörderin. Das Text verkauft die weibliche Geschlechtsrolle als die autoritäre Figur, schafft eine Form der Propaganda in Bezug auf Geschlechtsstereotypen. Beiden Stellen eine Täterin. Da war in der Leser verwirrt und überrascht, da die Täter in der Regel Männer und die Opfer Damen ist. Aber in diesen beiden Text sind beide Opfer Männer und die Spannung der Geschichte noch größer macht,
Darüber hinaus fühlten wir die beiden Geschichten einen vergleichend Sichtweise.